Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. Ja, was soll ich sagen? Die Kacke ist am Dampfen. Die Nachthorde droht. Wir haben irgendwie. Aber es ist jetzt, wir kriegen hier nicht aufgesammelt. So. Wir haben irgendwie die Kacke gebucht. Ach Mensch, Mädels, was habt ihr denn hier bloß gemacht mit dem Wasser? Das ist ja ekelhaft. Ich würde sagen, dann machen wir es mal. Fließt bitte nicht ganz runter Wasser, ne? Oh fuck. Das Wasser, der hat erst denken, dann sprechen. Das Wasser denkt gerade, es kann überall lang fließen. Das wird zu knapp von der Zeit. Lass mich doch rein hier. Wer hat denn das Gebüsch bestellt hier? Das ging abwärts. Fließeffekt eingebaut, oder was ist das hier für ein Mist? Nein, Erde alle. Das gibt's ja gar nicht. So. An die Zeit rennt. Ja. Ich freue mich schon gar nicht auf die Travel-Zombies heute Nacht. Übrigens noch 2,5 Stunden, kannst du sagen. Hetz mich nicht. Mach ich nicht, ich war nicht bloß vor.
Hoffentlich überleben wir den Scheiß, ey. Hattest du die Leiter schon abgebaut? Nein. Dann sollten wir es gleich noch machen. Yippie, wir haben Graben. Yippie, die Bäume sind ausgewachsen. Fällt ihnen da früh ein. Ja, ne? Hab ich mir auch gerade so gedacht. Vorsicht! Was wär's jetzt neu gewesen, wenn du jetzt verreckt wärst, ey? Vergiss nicht, die Blöcke einzusammeln. Ja, bin gerade dabei. Die rennen da draußen schon die ersten zwei herum, komischerweise. Die brauche ich. Wo rennen sie? Steine, 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 ja. Steine, Steine, Steine. Wir haben eine große Steine, Steine. Die müssen das kleine machen. Ne, ich hatte hier schon mal irgendwann einen kleinen eingelagert. Die Leiter ist weg? Yep. Also mach unten dicht. Also sprich mit den Blöcken. Wie dicht machen? Ja, die... Achso, wegnehmen. Ja. Tief durchatmen, bevor es losgeht. So, ich habe auf der anderen Seite noch einen Aufgang gebaut. Okay. So, ich habe mal zwei First Aid Kits geholt. Jetzt hätte ich fast gesagt, First Aids Kit. Hm? Das macht ja auch Schmerzen. Bandagen habe ich. Will doch jeder haben, oder? Naja, du vielleicht, ich nicht. Gleich geht's los, Digga. Hast du... Nee, hast nicht, naja. Was habe ich? Ja, ich wollte fragen, hast du in die Tür offen gelassen, aber naja. Bienchen. Ich habe gar kein Geschrei gehört und nicht. Ich merke bloß, meine Frames sacken gerade ab. Na, die werden von hinten kommen. Ja, da kommen sie, da kommt die Horde. Da kommen sie, südlich. Viel Spaß mit Verrecken, Bastarde. Thank you.
Fall ungehässige Bulle. Vorsicht, Kotzer! Welchen davon meinst du? Beide. So, die ersten sind durch. Das sind die Hunde. Ja, ein Hund. Wow, da flog ein Spike. Die kloppen sich gerade durch da. Also ich würde sagen, aktuell sieht's gut aus für uns. Ich würde mal sagen, die Höhe passt. Yep. Munition alle. Jetzt kann ich auch bloß noch mit. Treffer, mein Freund. Hab ich. Alter, ist das eine Pistbeleuchtung? Anders kannst du es nicht nennen. Ich sehe dort einen Kumbas, ey. Das ist ein Kotzen. Aber die Schrotmunition würde ich gerne für die Spucke aufheben, falls noch welche kommen. Ja. Siehst du noch was? Nein, Spucker! Der liegt ja immer noch, jetzt ist er weg. Da steht ein Feral-Zombie. Wo? Da. Ich glaube, die Reichweite ist nicht so gut von der Knarre. Hört er jetzt um? Ja. Was eine Nacht, verdammte Scheiße hier. Och Mann. Noch 3 Schuss, dann war's das. Und lief doch soweit ganz gut. Die sind nicht so verreckt wie eine 14. Nacht. Mir macht bloß dann noch der Feral-Zombie ein bisschen Sorgen. Mhm. Die erste ist drüber gelaufen. Okay. Kümmere dich um sie, wenn sie reinkommt. Ich versuche hier draußen weiter zu machen. Den Feral Zombie erstmal, so die anderen Zombies da wegzuholen.
Irgendwie fehlt eine Hausecke. Ich crafte doch so. Oh, jetzt ist mein Bogen gleich kaputt hier, komm. Reparier schneller, verdammte Kacke hier. Yeah. Hey, es wird langsam wieder heller. Wie doch nicht. Ich glaube, da buddelt sich ein Spucker unten durch. Ich muss hochkommen. Das geht nicht gut aus sonst. Ja. Au. Ach du Scheiße, du willst nicht sehen, was hier unten los ist. Das willst du nicht sehen, Digga. Ich hab's von außen gesehen. Die nehmen sich auseinander. Ich hab ne Biene am Arsch. Will die nicht verrecken? Irgendwie nicht so. Kann ich wohl nicht Warzenschwein. Spucker im Haus. Das ist nicht gut. Scheiße, alle. Ich glaube, es ist gerade explodiert. Jetzt kommen sie alle ins Haus. Machten die Alte hier? Wow! Du hast da gerade irgendwie schon wieder eine Biene oder so. Ich sag ja, ich höre die Scheißviecher nicht. Das ist zum Kotzen. Oh, da kommt ja die nächste Rotze, ey. Das Schlimme ist, desto mehr du rumläufst, umso mehr nehmen sie die Bude auseinander. Da ja. Und jetzt suchen sie gerade einen Weg nach oben. Wo? Hier hinten. Langsam die Munition aus. Wir müssen den Feral-Zombie langsam wegkriegen. Wie gesagt, mir geht langsam die Munition aus. Hey, wo ist er hin? Vermute unter mir. Ne, unter dir ist er nicht. Hier ist bloß hier draußen, ist einer. Jo! Der war hier draußen, den hab ich gerade erlegt. So,
So, die alte war auch weg. Oh, hier noch. 39 Pfeile. Pfeiler kann ich dir liefern. Aufsammeln. Habe ich die jetzt schon bekommen? Ja. Müsstest du eigentlich. Na, weil ich nicht gehört habe, hat mich halt gewundert. So, jetzt ist natürlich. Ich habe eine komplette Furche gezogen gehabt. Ja. Und jetzt ist natürlich das Problem, ich sehe nichts. Wow, was war das denn? Wo soll ich hinleuchten? Nee, das ist nicht das Problem. Ich habe die Viecher bloß nicht gesehen gehabt. Das war mein Problem. Mensch, Junge, da ist ein offener Weg. Warum musst du das Haus zerkloppen? Die Frage, wo ist der Köter? Ja, also irgendwas blockiert mich doch hier schon wieder. Du siehst vielleicht unter das Haus die Graben? Das sieht so komisch da aus mit dem Boden. Naja, der ist so komisch verwölbt. Ja, ja. Ich könnte es mir vorstellen. Ich mir auch, aber ich werde da nicht runtergehen. Ich bin nicht bekloppt. Oh mein, was eine Nacht. Ich glaube, da kommt irgendwo Nachschub. Wer? Ja, nee, die rennt vorbei. Das ist eine zweite Horde. Alter, was eine Nacht. Aber ich bin stolz, die Hütte hat es doch diesmal relativ gut überstanden. Aha. Ich sagte relativ. Ja. So, na gut. Jetzt stehen noch alle Wände. Ohne Einsturz. Die Nacht ist vorbei. Die Zombies sind größtenteils getötet. An die restlichen kommen wir jetzt erstmal nicht ran. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Alpha 13 bzw. bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut! Und tschüss!